Leute, herzlich willkommen aus der Schweiz zu einer weiteren Folge Planet Coaster hier auf meinem Kanal TM1978. Schön, bist du wieder mit dabei. Ich habe ja letztes Mal die Achterbahn gebaut im Zeitraffer. Dann zum Schluss sind wir die noch zusammen gefahren. Ich habe da auch noch gesagt, dass ich da mit der Airtime nicht ganz zufrieden sei. Ich habe das hier noch etwas geändert. Wir werden sie nun gleich nochmal zusammen fahren. Die Werte sind auch viel besser geworden. Wir haben auch jetzt 4 Airtime und die gesamte Dauer 3,7 Sekunden vorhin. Letztes Mal waren es, glaube ich, 2 und 0,3 Sekunden. Und das ist ja das, was die Leute eigentlich mögen. Gut. Dann will ich die natürlich mit dem Weg verbinden. Und zwar habe ich mir gedacht, also das Gesamtkonzept ist ja so, dieser breite Weg, der bleibt. Der zieht sich dann bis nach hinten. Der trennt eigentlich den Park, das ist so der Hauptweg, wo man in die verschiedenen Themengebiete kommt. Dann kann man von diesem Weg, da geht dann die Warteschlange, da vielleicht über eine Brücke hier hoch. Und der Ausgang ist dann auf der anderen Seite und geht hier runter. Da geht ein Weg nach hinten, über die Schienen. Ja, mal bis hier, weil ich weiß dann auch nicht genau, wie ich dann weitermache. Jo, und dann, ja, ich finde einfach, da diese Stützen finde ich ziemlich hässlich. Ich weiß nicht, vielleicht dem einen oder anderen gefällt das. Also es muss sicherlich nicht alles weg. Aber ich denke, ich werde da etwas mit Terraforming arbeiten, um das Ganze ja etwas schöner zu gestalten. So, das aussieht, als wäre das so ein Berg etwas eingearbeitet. Weiß ich auch noch nicht genau. Ich werde da einfach nach Gefühl was machen. Vielleicht wird dann die Station auch unterirdisch. Weiß noch nicht. Jo, dann würde ich mal sagen, wir fahren die zusammen. Danach mache ich eine Zeitrafferaufnahme und werde dann noch ein paar Sachen machen. Mal schauen, wie weit ich komme. Jo. Ja, ich habe die Strecke noch etwas optimiert, noch alles geglättet. Ich denke so, also ich bin eigentlich sehr zufrieden.
So, jo. Könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also, wenn es den echt geben würde, ich wäre dabei. Jo, dann werde ich mal die Zeit beschleunigen und wir sehen uns nachher. Ciao.
Leute. So. Jetzt, ja, hat jetzt etwas länger gedauert. Hatte da mit dem Weg meine Probleme. Konnte ich aber lösen. Alles gut. Dann habe ich hier die Warteschlange hochgemacht. Das ist noch nicht so schön. Das wird noch alles ausgeschmückt. Vielleicht, ich denke, das wird auch noch unterirdisch. Der Ausgang, der geht dann hier rüber. Da habe ich die Brücke. Die Brücke gemacht. Ja, ansonsten ein paar Felsen. Und ja, trotzdem, dass man noch etwas Holzgerüst sieht. Weil ich finde das halt. Ich finde es halt immer schön, wenn es so ein Mix ist, also was so ausschaut, als wäre es in die Natur eingearbeitet, aber halt doch noch gewisse Stützen benötigt werden. Ja, ich würde sagen, ja, die Folge geht wahrscheinlich ziemlich lange. Ja, egal. Wir fahren die jetzt noch einmal. Und jo, dann machen wir danach Schluss. Eröffnen muss ich sie dann noch, aber wir testen sie jetzt mal. Warte. Moment. So. Ja, also ich find's cool. Ich finde auch beim Fahren jetzt mit den ganzen Bergen und so weiter, das macht viel mehr her. Sieht viel besser aus. Ja, da muss ich dann etwas Detailarbeit leisten. Ja, ich habe da noch ein paar Stützen gesehen, die mir nicht gefallen. Jetzt offen. Jo. Ah, die ersten Gäste kommen. Ich denke, machen die auch etwas teurer. Oder 14. Mal sehen, ob sie raufgehen. Was sagen die? Ja, wir haben keine Kohle. Muss ich noch einstellen.
So. Doch, doch, die ist gut besucht. Ja, Leute, dann hoffe ich, sehen wir uns nächstes Mal. Langsam wird's. Finde ich. Jo, dann wünsche ich euch was und bis nächstes Mal. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Dankeschön. Und tschüss.